bleiben Sie ganz ruhig, das ist das Allerwichtigste, ja? Versuchen Sie ganz, ganz ruhig zu atmen, ja? Ganz langsam durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Ganz langsam. Wir wissen nur, dass sie entführt wurde. Der Täter fährt jetzt im Kofferraum seines Autos mit ihr irgendwo hin. Die Leitstelle hat das informiert. Alex versucht ständig, sie zu erreichen. Aber die Verbindung bricht dauernd ab. Und? Geht's besser? Mama, ich hab solche Angst. Ja, ich verstehe das auch, aber wir sind dabei, ihr Handy zu orten. Wie ist denn ihr Name und wo wohnen Sie? Sandmann, ich wohne bei meinen Eltern an der Corneliusstraße 17. Und wissen Sie, wer Sie entführt hat? Keine Ahnung. Das ging alles so schnell. Ich war Geld holen am Automaten in der Seidelstraße und dann hat vor mir plötzlich so ein Typ gehalten und hat gesagt, dass ich seine Mutter bin und dass ich mitkommen soll. Und dann hat er eine Pistole gehabt und gesagt, ich soll in seinen Kofferraum steigen. Frau Sandmann, wir konnten Sie orten. Wir wissen, wo Sie sind. In was für einem Auto sind Sie? Haben Sie eine Marke, ein Kennzeichen? Hallo? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, es ist... Hallo? Hallo? Also, der Notruf bei der Leitstelle ging aus einer Funkzelle in Obersendling ein. Und hier haben wir Sie verloren. Das ist Mittlerer Ring, Ecke Belgradstraße, Fahrtrichtung A9. Ja, toll. Und was ist, wenn er jetzt aus der Stadt rausfährt? Wir haben doch nichts. Kein Kennzeichen, keine Automarke. Es ist Rush Hour. Wir können nicht jeden Wagen anhalten. Pass auf, haltet ihr hier die Stellung. Gebt uns sofort Bescheid, wenn ihr irgendeinen Hinweis habt. Robert und ich fahren zu den Eltern. Vielleicht gibt es irgendeinen Anhaltspunkt, wer dieser Irre ist. Vielleicht steckt ein persönliches Motiv dahinter. Ja, gute Idee, Philipp. Ich sag Lilly Bescheid, sie soll zur Bank fahren. Soll sich eine Streife mitnehmen und dort die Leute befragen. Vielleicht hat irgendjemand was gesehen. Jo, Lilly, grüß dich. Gehabt. Narin. Danke. Ja. Oh, wer ist hier? Guten Tag. Guten Tag. Frau Anna Sandmann? Ja, die bin ich. Stähler, mein Name, von der Kriminalpolizei, mein Kollege Ritter. Hallo. Es geht um Ihre Tochter Pia. Okay. Dürfen wir reinkommen? Ja, natürlich. Kommen Sie rein. Was ist denn passiert? Also die Pia hat mich vorhin angerufen, die wollte nur noch Geld abholen und die müsste schon eigentlich längst wieder hier sein. Wollen wir uns setzen? Okay. Sie wurde dabei überfallen und entführt. Oh Gott, entführt? Ja, ich weiß, das muss ein Schock für Sie sein. Wir tun alles dafür, um sie so schnell wie möglich zu finden. Moment, Moment, was ist denn genau passiert? Ja, das wissen wir auch nicht, das versuchen wir gerade herauszufinden. Wir haben einen Notruf ihrer Tochter bekommen, aus dem Kofferraum eines Autos. Was? Aus dem Kofferraum? Oh Gott! Es gibt ein kurzes Videogespräch mit unserer Kollegin. Ihre Tochter war sehr tapfer. Ja, den Umständen entsprechend geht sie gut. Also, das heißt, also, es gibt ein Video. Kann ich das irgendwie sehen? Ich muss sie sehen. Wollen Sie das wirklich? Unbedingt. Ich muss sie doch beistehen. Oh Gott. Ich glaub das nicht. Bitte. Oh Gott, Pia. Oh mein Gott. Ja. Oh meine Güte. Ja, an der Stelle brach der Empfang ab. Ihr Handy ist seitdem auch leider aus und wir können es nicht orten. Könnte ich mir mal das Zimmer Ihrer Tochter angucken? Natürlich. Gehen Sie bitte hoch. Erste Zimmer. Da oben rechts ist es Pias. Haben Sie denn irgendeinen Verdacht? Hat Ihre Tochter Feinde, Probleme oder Stalker? Gar nicht. Pia ist ein total liebes Mädchen. Sie will Lehrerin werden, so wie ihr verstorbener Vater. Der ist
vor 5 Jahren gestorben und sie geht noch nicht mal in die Disco. Ist jeden Tag in der Uni. Nein. Nein, sie hat keine Feinde. Ah, die Frage, die wir uns stellen, ist, wurde ihre Tochter gezielt entführt? Gibt's vielleicht Motiv? Lösegeld? Wie gesagt, Frank war Lehrer, ich bin Kindergärtnerin. Wir sind nicht vermögend. Wir haben kein Geld, aber ich sag Ihnen, ich würde alles verkaufen, wenn es mir Geld brauchen. Ja, das glaube ich Ihnen. Dann war Pierre vermutlich ein Zufallsopfer. Das macht die Sache allerdings noch schwerer. Oh Gott, oh mein Gott, Sie müssen ihr helfen. Bitte, bitte tun Sie alles, um sie zu finden. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles versuchen. Können Sie uns sagen, wer das ist? Was? Ja, natürlich, das ist der Paul. Das ist der Paul Limmer. Das ist der Ex-Freund von der Pia. Die waren 3 Monate zusammen. Ja, wie sieht's denn mit ihm aus? Kommt er in Frage? Ich meine, es wäre nicht der erste Typ, der sich seine Ex-Freundin schnappt. Der Paul. Nein, der ist überhaupt nicht aggressiv. Im Gegenteil, das ist eher ein Softie. Das ist auch eigentlich ein Grund, warum sie Pia Schluss gemacht hat. Überprüfen wir es dann trotzdem. Ja, ich kann Ihnen gerne die Adresse aufschreiben, wenn Sie wollen. Okay. Die Kollegen werden gleich den Laptop ihrer Tochter abholen zur Auswertung. Okay. Und wir werden eine Telefonüberwachung machen, falls der Täter oder ihre Tochter sich melden. Machen Sie bitte alles, was möglich ist. Das sind die Daten von ihm. Gut, danke. Wir werden uns bei Ihnen melden. Bitte, bitte. Dann versuchen wir es später nochmal, oder? Ja. Jetzt mal zurück zur Dienststelle. Vielleicht haben die anderen schon was. Warte mal kurz. Das da hinten ist er doch. Jo, das könnte er sein. Paul Limmer? Ja? Stehler, mein Name, von der Kripo. Ah, mein Kollege Ritter. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Dürfte ich mal Ihren Ausweis sehen? Ja, klar. Wieso? Worum geht's? Es geht um Ihre Ex-Freundin, Pia Sandmann. Pia? Was ist passiert? Sie wurde heute entführt. Wie bitte? Ja. Gegen 14 Uhr auf dem Heimweg von der Bank in der Seidelstraße. Gibt's irgendeine Spur? Haben Sie irgendeine Idee, was passiert sein könnte? Bisher noch nicht. Sie? Nee, natürlich nicht. Ich habe schon ewig keinen Kontakt mehr mit Pia. Ich wünschte, ich könnte helfen. Hoffentlich wird sie bald gefunden. Ja, das hoffen wir auch. Eine Frage noch. Wo waren Sie denn heute um 14 Uhr? Unterstellen Sie mir gerade, dass ich was mit der Entführung meiner Ex-Freundin Pia zu tun hätte? Ich würde ihr niemals was antun. Ich habe sie geliebt. Wir sind auch im Guten auseinandergegangen. Das ist reine Routine. Also, wo waren Sie heute um 14 Uhr? Ich habe meine Klasse unterrichtet. Das sind 28, 16-Jährige. Die können alle bestätigen, dass ich dort war. Okay. Danke erstmal. Schönen Tag noch. Ja, ebenso. Philipp und Robert kommen gleich. Der Ex von Pia Sandmann hat ein wasserfestes Alibi. Ja, und jetzt haben wir wieder keinen Anhaltspunkt. Gott sei Dank. Frau Sandmann, was ist passiert? Die Verbindung war weg und dann hat plötzlich keine Vollbremsung gemacht. Mir ist das Handy aus der Hand gefallen und dann konnte ich es nicht finden. Ich kann mich eher kaum bewegen. Aber wenn er jetzt den Kofferraum aufmacht, dann kann ich mich wenigstens wehren. Sehr gut. Wie viel Akku haben Sie noch? Scheiße, fast leer! Dann stellen Sie die Kamera aus, dann sparen Sie Akku. Dann sehe ich Sie nicht mehr. Aber ich bin doch bei Ihnen, Sie hören mich doch. Ich hab Sie wieder. Ihr müsst die verfügbaren Streifen zusammenziehen. Das Fahrzeug befindet sich irgendwo am Frankfurter Ring. Frau Sandmann, wir konnten Sie wieder orten. Sie fährt Richtung Osten.
Versuchen Sie sich noch mal zu erinnern. In was für einem Auto sind Sie? Welche Farbe hat es? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es ist hell. So Silber, Weiß, irgendwie sowas. Aber wenn Sie nicht wissen, in was für einem Auto ich bin, wie wollen Sie mich dann finden? Ja, aber wir haben doch die Ortung. Es geht nur darum, dass jeder kleinste Hinweis uns weiterhilft. Alles, was wir wissen, hilft uns weiter. Der Typ ist total irre. Er ist einmal ausgestiegen und ich habe gedacht, er macht dann den Kofferraum auf, aber dann hat er nur mit der Faust draufgeschlagen. Hat er irgendwas gesagt? Er hat mich als Rabenmutter beschimpft, als dreckige Hure. Voll krass. Ich weiß gar nicht, was der Typ von mir will. Ich will auch nicht seine Mutter. Haben Sie die Stimme erkannt? Nein. Er fährt jetzt langsamer. Oh mein Gott. Ich glaube, er ist ausgestiegen. Es riecht nach Benzin. Ich glaube, wir sind an einer Tankstelle. Ich kenne die Ecke. Ja, Naseband hier. Wir brauchen alle verfügbaren Kräfte zur Tankstelle an der Schönfeldstraße. Der Entführer betankt dort sein Auto. Farbe, Silber, Marke immer noch unbekannt. Frau Sandmann. Danke. Hören Sie zu, wir wissen, wo Sie sind. Nehmen Sie das Radkreuz und schlagen Sie so heftig, wie Sie können, gegen den Kofferraumdeckel und schreien Sie jetzt. Jetzt lass mich hier raus! Hey, könntest du bitte den Kofferraum aufmachen? Okay. Mach den Kofferraum, was auf ist die? Mach den Kofferraum auf. Was? Hallo? Und ich habe ihr gesagt, sie soll das machen. Ja, das war richtig. Das war eine Chance, momentan ihre einzige. Jo, Philipp. Es gab eine Schießerei an einer Tanke. Verdächtiger wieder flüchtig. Könnte aber unser Entführer sein. Ja, das könnte ja nicht nur sein, das ist er definitiv. Wir haben die ganze Sache live am Telefon mitgehört. Da gibt's bestimmt auch einen Verletzten. Wir sind in 10 Minuten dort. Zumindest haben wir Automarke und Kennzeichen. Kollegen haben durchgegeben, dass es sich um einen silbernen Volvo handelt. Kennzeichen München, Trennung, Dora Quelle 406. Jetzt kriegen wir ihn. So, der PKW ist zugelassen auf einen Matthias Brinkner. Der ist 32 Jahre alt und gemeldet an der Bergstraße 12. Okay, Robert übernimmt die Tankstelle. Ich fahre mit 2 Kollegen zu Brinkners Wohnung. Vielleicht finden wir dort Anhaltspunkte, wo er mit dir hin will. Warte mal kurz, Philipp, ich sehe hier gerade noch was. Dieser Brinkner, der war mal Verdächtiger in einem Mordfall. Opfer war damals eine junge Frau, Lena Schöller. Das war eine ziemlich blutige Angelegenheit. Leider haben die Beweise damals nicht gereicht. Also haltet die Augen offen, ja? Okay, alles klar. Wir halten euch auf den Laufenden. Bis später.